Diese Dame aß 1008 Tage lang nur Orangen. Sie kam heraus, als wäre sie 20 Jahre jünger. Die Verdauungsfeuer, wenn diese Feuer brennen müssen, ist Obst sicherlich am effektivsten. Most effectively, fruit is definitely the best thing. Fruit. Obst kann wunderbare Dinge mit dem Körper machen. Man kann sehr, sehr lebendig und aktiv werden. Dein Gehirn arbeitet am besten. Ökologisch ist es das Vernünftigste, was man tun kann. Sadhguru, du hast gesagt, dass unsere psychologische Situation durch das, was wir essen, beeinflusst werden kann. Die medizinische Wissenschaft spricht darüber, wie Obst und Gemüse das psychische Wohlbefinden fördern. Hat das irgendeine Relevanz? Und ist eine überwiegende auf Obst basierende Ernährung nur für jemanden, der bestimmte Arten von Sadhana macht? Oder ist sie auch angebracht für Menschen in normalen Umständen mit Arbeit, Familie oder viel körperlicher Aktivität? Bei jeder Art von Maschine oder bei jeder Art von Treibstoff, die wir verwenden, besteht die Wirkungskraft des Treibstoffs im Wesentlichen darin, wie leicht er verbrennt. Warum die Art von Benzin, die man für Autos verwendet, eine Art ist, was man in den Traktoren verwendet, eine andere Art ist, was man in einem schnellen Auto verwendet, auf eine andere Weise ist, was man in einem Flugzeug verwendet, auf eine andere Weise ist, kommt im Wesentlichen daher, wie leicht es verbrennt. Du hast in den Tankstellen die Oktanwerte gesehen, 87, 89, 90, 91, 93, 96. Nun, als wir Motorrad gefahren sind, haben wir das Dreifache bezahlt und 100 Oktan gekauft. Weil mit 100 Oktan das Motorrad plötzlich eine Leistung bringt, die andere nicht erreichen. Also, du weißt sehr gut, das am leichtesten verdauliche Lebensmittel ist Obst. Verdauung bedeutet Chataragni, die Verdauungsfeuer, wie sie genannt werden. Wenn diese Feuer am effektivsten brennen müssen, ist Obst auf jeden Fall die beste Lösung. Nur diejenigen Menschen, die Trägheit genießen, das heißt, sie genießen es, dass ein Teil von ihnen tot ist, denkt nicht, dass es ein Scherz ist. Viele Menschen tun das. Viele Menschen erfreuen sich leider an Lethargie und Trägheit. Das heißt, irgendwo hat das Leben sie nicht berührt. Daher fühlt sich Schlafen, Berauschtsein, Überessen und einfach nur Hinlegen besser an, als lebendig und aktiv und dynamisch am Leben zu sein. Also nur für eine solche Person kann Obst ein Problem sein, weil es dich aufmerksam und wach halten wird. Es hält einen nicht berauscht, es sei denn, es gärt natürlich. Diese Eigenschaft hat es also auch. Man muss nur warten. Man kann auch ein extremes Gefühl der Freude und des Rausches und ein tiefes Vergnügen aus einem erhöhten Grad an Bewusstsein kennen. Aber jetzt ist die Frage, kann ich normal sein und Obst essen? Oder kann ich Obst essen und trotzdem normal sein? Wisst ihr, sogar Adam begann mit einer Frucht. Wenn wir also von Obst sprechen, müssen wir verstehen, Obst ist ein Aspekt, den die Natur selbst als Nahrung vorsieht. In dem Sinne, dass die meisten Früchte, die du findest, sagen wir eine Mango oder einen Apfel, da wir im Monat Mai sind, weigere ich mich, von Äpfeln zu sprechen. Ich werde von Mangos sprechen. Der Samen ist der wichtige Teil der Mango.
Das Fruchtfleisch ist nur ein Lockmittel, ein Köder, damit Tiere und Vögel sich dafür entscheiden und den Samen irgendwo weit wegtragen und fallen lassen. Ich denke, für diese Frage liegt die einfache Antwort in deiner allgemeinen Lebenspraxis selbst. Angenommen, du bist krank in einem Krankenhaus. Sagen wir, du liegst in einem Krankenhausbett. Nobody brings you chicken biryani. Niemand bringt dir Hühnchen mit Reis, nicht wahr? They'll bring fruits. Sie werden Früchte bringen, weil sogar deine Freunde und Verwandten das verstehen. Okay, du isst all das. Nun, da du krank geworden bist, ess wenigstens jetzt vernünftig. That's a message. Das ist die Botschaft. Obst kann also wahre Wunder für den Körper bewirken. Ausreichender Verzehr von Obst kann dem System viel Gutes tun. Man kann sehr, sehr lebendig und aktiv werden, egal welchen Lebensstil man hat. Aber wenn du eine sehr mühsame Arbeit machst, sagen wir, du gräbst draußen jeden Tag körperlich, nicht mit einer Maschine, sondern du gräbst körperlich und machst sehr harte Arbeit, dann kann es sein, dass du alle 2 Stunden wegen dem Obst hungrig wirst. Then you may find every 2 hours you get hungry because of the fruit. Denn man kann nur eine gewisse Menge essen, aber es wird so schnell verdaut, dass man das Gefühl eines leeren Magens bekommen kann. Bis du auf eine bestimmte Bewusstseinsebene kommst, wo du in der Lage bist, mit leerem Magen und trotzdem voller Energie zu sein, denn Hunger bedeutet, dass dir die Energie ausgeht. Es ist, als ob dir die Batterie ausgeht, deshalb musst du essen. Aber heute, viele Menschen oder die meisten Menschen, würde ich sagen, wenn sich ihr Magen etwas leer anfühlt, haben sie Lust zu essen. Um aus dieser Situation herauszukommen, brauchst du ein wenig Bewusstheit, dass du einen leeren Magen hast, aber du trotzdem in Ordnung bist, weil du energiegeladen bist. Wenn deine Energie zu sinken beginnt, isst du. Wenn du dich also nur von Obst ernährst, musst du entweder mittags etwas mehr Zeit einplanen und langsam essen, damit du genug Obst zu dir nimmst? Denn mit wenig Obst wirst du dich satt fühlen, weil es generell süß ist. Man muss also warten und langsam essen. Es gibt auch eine biologische Uhr in uns, die, sagen wir, deine normale Mahlzeit, eine gekochte Mahlzeit, für die du 10-12 Minuten gebraucht hast, selbst wenn du Obst isst, bei 10-12 Minuten angekommen, sagt dein Körper, dass du genug gegessen hast. Deshalb musst du bewusst mehr essen, weil er deine Zeit festlegt. Er schaut nicht auf die Füllmenge, sondern nur auf das Timing. Wenn diese 10-12 Minuten vorbei sind, hat man das Gefühl, satt zu sein. Man muss also darüber hinausgehen und genug konsumieren. Aber wenn du dich nur von Obst ernährst und körperlich sehr aktiv bist, ist es wichtig, dass du vielleicht 3 Mahlzeiten in deinem Tag einbaust, und die meisten von euch tun das vielleicht schon. Also 3-mal am Tag, wenn du 6 Stunden oder 8 Stunden oder was auch immer schläfst, für die restlichen Stunden, 16 bis 18 Stunden, ist 3-mal Essen mehr als genug, wenn du Obst isst. Aber der Magen wird sich innerhalb von 2 Stunden leer anfühlen. Du musst dich also daran gewöhnen, mit hoher Energie, aber leerem Magen durchzuhalten. Das ist die Zeit, in der dein Gehirn am besten funktioniert. Das ist die Zeit, in der du als Mensch am besten funktionierst. Das wird gut für dich sein. Wenn du also deine Gehirnleistung und auch die körperliche Aktivität nutzen willst, wird das perfekt funktionieren. Aber die Früchte, die man heute auf dem Markt bekommt, wir wissen nicht, womit sie gefüllt sind. Das ist ein kleines Problem, weil ich das deutlich gemerkt habe. Die Art von Landfrüchten, die wir früher gegessen haben, als wir jung waren, und heute die Farmfrüchte, die zu uns kommen, selbst in Indien, ich meine, hier ist es eine ganz andere Sache, selbst in Indien sind sie nicht dasselbe. Sie sind viel größer, runder, sehen besser aus. Aber das ist wie Botox. Das funktioniert nicht. Ich kann deutlich spüren, dass es nicht das gleiche Maß an Kraft und Lebendigkeit in sich trägt, einfach weil es für den Markt und nicht für den Menschen gemacht ist. Diese Früchte sind im Wesentlichen für den Markt gemacht. Das bedeutet nicht, dass sie totaler Abfall sind, aber sie haben nicht die gleichen Nährstoffe, die sie früher hatten.
Also müssen wir sie vielleicht mit einer gewissen Menge anderer Lebensmittel anreichern. Wir müssen prüfen und sehen, welchen Arten von Früchten du ausgesetzt bist. Und saisonal gibt es eine Vielzahl an Früchten. Es ist ganz unglaublich, dass welche Fruchtarten das Land zu einer bestimmten Zeit produziert, diese sich am besten für das System eignen. Es gibt eine Menge Studien darüber, wie für jene Jahreszeiten, wenn es kalt ist, wenn es heiß ist, wenn die Feuchtigkeit sehr hoch ist, die richtige Art von Früchten aus der Erde kommt. Wenn du aus dieser Gegend isst, aber jetzt isst du Früchte, die aus Neuseeland kommen, das ist eine andere Sache. Wenn du von dem Land um dich herum isst, wirst du sehen, dass die richtige Art von Früchten zur richtigen Jahreszeit zu dir kommen. Es ist das Beste, was du zu dieser Zeit essen kannst. Vor allem ist es eine ökologisch sehr sinnvolle Art zu essen. Im Moment starten wir eine Kampagne, dass jeder mindestens 30% fruchtbasiert werden sollte. Das heißt, mindestens 30% deiner Ernährung sollte aus Obst bestehen. Denn wenn 30% deiner Nahrung von den Bäumen kommt und nicht von gepflügtem Land und Getreide, wird das ökologisch gesehen einen großen Unterschied für die Welt machen. Und wenn du versuchst, von schwerem Fleisch essen auf Früchte umzusteigen, dann kann es dir so vorkommen, als hättest du nichts gegessen, weil du daran gewöhnt bist, auf die Erde hinuntergezogen zu werden durch das Essen von sehr schweren Speisen. Ich möchte, dass du das verstehst. Auf jeden Fall wirst du zur Erde hinuntergezogen. Das ist die Natur, okay? Aber im Moment ist das, was man Leben nennt, dass wir hervorspringen, als ob wir nicht dazugehören. Dass wir auf solche Weise fliegen, dass es nicht so aussieht, als wären wir aus Erde gemacht. Selbst der Vogel, der aufsteigt, ist aus Erde gemacht. Aber wenn er dorthin aufsteigt, sieht er nicht wie Erde aus. Deshalb, jedes Leben, wenn es hervorspringt, sollte nicht wie Erde aussehen. Dennoch sind wir von der Erde. Aber wenn wir aufspringen wollen, muss der Treibstoff, den wir verbrauchen, der Treibstoff, den wir in dieses System hineingeben, derjenige sein, der schnell brennt und sehr leicht entflammbar ist. Was leicht entflammbar ist, ist die beste Nahrung. In unserem Magen ist zweifellos Obst das, was am schnellsten verbrennt. Also bedeutet dies die geringste Menge an Rückständen, die geringste Menge an Belastung für das System, die geringste Menge an Stress im System, und somit wird es definitiv einen großen Unterschied machen. Ich kannte jemanden, der hielt sich etwa 1008 Tage an nur eine Frucht. 1008 days. Of only one fruit. Diese Person hielt sich an Orangen. 1008 Tage lang nur Orangen hat diese Dame gegessen. Sie war voller Beschwerden, als sie anfing. Sie war Diabetikerin, hoher Blutdruck. Und ich weiß nicht, sie haben mir eine Liste von Problemen erzählt, die sie hatte. Schilddrüse, sehr ernste Schilddrüsenprobleme, Übergewicht. In 1008 Tagen kam sie heraus, als wäre sie 20 Jahre jünger und voller Lebenskraft, alle Beschwerden vollständig verschwunden. Das ist bei einer Person, meine ich. Bitte haltet euch nicht nur an Orangen. Uns werden die Orangen ausgehen. Oder zieht zumindest nach Florida. Ja, Obst wird einen wunderbaren Unterschied machen. Besonders in der heutigen Welt ist das sehr wichtig. Denn wir bewerten einen Menschen in den Arbeitsbereichen, meine ich. Wir bewerten einen Menschen nach seiner Gehirnleistung, nicht nach seiner Muskelkraft. Es sei denn, man ist beim Wrestling, was auch immer für einen Unsinn, okay? Also in dieser Hinsicht wird Obst mit Sicherheit einen großen Unterschied machen. Und ökologisch ist es das Vernünftigste, was man tun kann. Zwischen Obst und Fleisch. Für das Überleben eines Menschen, sagen wir, dass du nur anhand von Fleisch überleben müsstest, dann ist die ungefähre Berechnung, dass wir 15.000 Liter Wasser benötigen, um Fleisch für einen Menschen für ein Jahr zu produzieren. Wenn du deine Ernährung auf Obst umstellst, werden wir 300 Liter Wasser brauchen. Das solltest du. All the rivers will flow once again. Alle Flüsse werden dann wieder fließen.